Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von den Rage Gamers. Und zwar bin hier nur ich am Start und ich zeige euch mal einen neuen Champion, der jetzt vor 2 Tagen oder so rausgekommen ist. Und zwar ist es Braum. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns den mal ein bisschen an. Ich bin jetzt in einem Custom Game und ja, also das sind so seine. Seine Special sozusagen, so hier ist noch sein Tanz. Und lachen kann er natürlich auch. Na gut, dann gehen wir mal kurz sein Kit durch. Also wenn er Auto-Attack, dann seht ihr hier diese Stacks. Also jetzt ist es wieder abgelaufen. Aber wenn man das weiter auf, wenn man immer weiter auto-attackt, bis 4-mal, wird der Gegner gestunt. Außerdem wird er wird nicht nur gestunt. Ja, ist ja schon okay. So, er wird nicht nur gestunt, sondern er kriegt auch Damage durch den letzten Tick und er kriegt 14 Bonus Damage von Attacks, aber für 8 Sekunden kann er keine weiteren Stacks bekommen, damit kein Dauerstun mit Attack Speed zustande kommt. Jetzt mal sieht das weh, ich zeige die Bilder dann nochmal genauer. Und ja, also das ist ziemlich genial, die Passive, wenn man sieht sie auch am Minion stacken. Das ist so, eigentlich ist es wie so ein kleiner Execute, wenn das wenn der vierte Stack poppt. Und das Geniale daran ist, dass wenn er einmal einen Stack drauf hat auf dem Gegner, dann können seine befreundeten Champions das auch weiter stacken. Also er kann zum Beispiel hier einen draufhauen, hier auch einen. Und das geht auch weiter, also das muss nicht auf einem sein. Und dann kann zum Beispiel jetzt der AD Carry könnte zum Beispiel hier dann weiter draufhauen und auch das hochstacken. Die Voraussetzung ist eben, dass ein Stack von Braum draufgehaut wird. So, dann schauen wir uns, das ist halt die Passive, die ist schon extrem gut. Und jetzt kommt das Q. Das Q. Okay, das können wir gleich hier zeigen. Jetzt habe ich es gefailt. Aber der wirft das so eine. Er wirft so Eis nach vorne. Er slowt. Ja, das slowt 70%, also das ist ziemlich brutal. Und über zwei, also das geht dann eine kurze Distanz, also eine kurze Zeit und dann wird das Slow immer weniger. Ja, mal nach, ob ich das vielleicht mal hier auf ihn drauf kriegen kann. Ja, genau so. Und da war der Kill. Und zwar macht er das Geld mit Max Health. Also ist Health ziemlich gut auf ihm. Und es macht Magic Damage auf das erste Tage, dass es trifft. Also mal schauen, ob man das sehen kann. Hier das erste Target hat den Damage bekommen. Es ist aber nicht so, dass jetzt dass es so ein AOE macht, sondern es wirklich nur auf den ersten, den es trifft. So, und es slowt dann. So, das W, das kennen, das ist, also für mich ist es so ein bisschen so wie das, wenn es wer kennt von WoW beim Krieger, das Einschreiten. Und zwar, ich zeige es mal hier, das kann man auch auf Minus machen. Man dasht zu einem befreundeten Minion oder Champion und wenn man ankommt, gibt man dem befreundeten Champion oder Minion Bonus, Armor und Magic Resist. Und zwar, das ist ziemlich gut, um für die nächste Build, die ich euch zeigen werde, nehmen wir mal die Ult noch, denn man kann damit gut sich vor Freunde der Champions stellen. Ich zeige es nochmal, also das schaut so aus. Er hüpft da dann so hin. So, und jetzt kommt. Okay. Ja, ein bisschen was an Damage bekommen. So, eben, ich kann es nochmal zeigen hier mit der Passive. Da, jetzt habe ich da einen Stack drauf, jetzt habe ich da noch einen drauf. Es kann auf verschiedenen sein, aber es ist halt, wenn keine weiteren Stacks draufgegeben werden,
dann ist es, dann läuft es wieder ab. Ich glaube, es sind 5 Sekunden, oder? Es dürfen, ja, es sind 5 Sekunden. Okay, und jetzt kommt sein E. Und so sein E ist eben sehr nice in der Kombination mit dem W. Denn, okay, ich habe jetzt keine Minions da, aber ich kann es mal kurz hier zeigen. Das ist so ein Schild und das blockt Damage. Und zwar blockt das Damage in der Form, dass wenn man es aufstellt und jetzt zum Beispiel der AD Carry hinter einem steht, dann blockt es den Damage oder reduced ihn für sich selber und der AD Carry kriegt keinen Damage. Das ist zum Beispiel extrem gut gegen Lucians Ult, die einfach abzublocken mit dem. Ich kann mal schauen. Der an, nein, ich hab's nicht an, okay. Und zum Beispiel die für den AD Carry abzublocken, ist das extrem gut. So. Ich gehe mal kurz zurück. So, was ich noch vergessen habe, ist beim W, das scaled auch. Und zwar scaled die Bonus Armor und Magic Resist mit, also die man dem bevor, die man der befreundeten Einheit gibt, mit der Bonus Armor und Magic Resist, die man bekommt. Also nicht mit der Basic, sondern eben nur mit dem, was man erhöht bekommt. Zum Beispiel, ich habe jetzt da plus 30 und es wird nur dieses 30 und dabei Magic Resist 12 und es wird nur das gezählt, also nicht das gesamte. Damit scaled das. Also dann gibt man denen mehr, umso mehr Magic Resist und Armor man hat, umso mehr gibt man dann auch seinen Ally. So, jetzt nochmal zu dem Schild. Man bekommt 30% weniger Damage und ich weiß nicht genau, und zwar Projektile sollten eigentlich abgehalten werden und aber das Schild dazu zerstören. Also ohne Damage zu machen. Und man bekommt noch dazu 10% Movement Speed, während es aktiviert ist. Damit man sich, weil man hier so sozusagen so backstabt und sidestabs, dann man sich da auch gut bewegen kann damit. Und ich werde es dann noch kurz zeigen, wenn ein Minion in Position ist, wie man das anwenden kann, um einem Damage von einer befreundeten Einheit abzuhalten. So, als letztes, das ist die Ulti, das ist Glacial Fissure. Man sieht schon hier, es ist so ein kleiner Radius um ihn herum und dann also geht so ein Pfeil weg und es macht eine Linie, da bricht der Boden auf, also da kommt dann so Eis und da bricht der Boden auf und Champions, die getroffen werden, bekommen Damage, das scaled mit Ability Power und der erste, den es trifft, der wird in die Höhe genockt. Ich glaube, die anderen werden auch noch hochgenockt, aber nicht so hoch. Also der, wenn jetzt zum Beispiel einer in dem Radius steht, dann wird der als erster gewählt und wird sehr hochgenockt. Oder wenn mehrere drin stehen, die am nächsten sind, werden am höchsten genockt. Und dann dort, wenn man in dieser im Radius geht, also auf diesen Eis, dass sich dann diese Linie, die sich dann bildet, wird man geslowt und zwar für 60%, glaube ich, ja, für 1,5 Sekunden. Also ich hau das mal kurz hin, so sieht das aus, der wird sehr, sehr in die Höhe genockt, weil er eben ganz nah dran gestanden ist. Also so kann man das sehr gut machen. So, jetzt kann man da hingehen, natürlich treffen und jetzt kann ich wieder die Stacks draufhauen. Man kann leider keine Turret Shots und True Damage blocken mit dem Schild. Aber das mit dem Stacks ist schon ziemlich praktisch. Vor allem auch mit dem kleinen, mit diesem Damage Boost, den man bekommt. Der, ich weiß gar nicht, ob der stackt. Nein, okay, der kann man noch nicht erhöhen. Aber das ist ja auch schon so overpowered genug, finde ich jetzt mal. Ich kann jetzt einfach nur kurz mal zeigen, wie das dann ausschauen soll, wenn man das gut lernen will. So, sagen wir jetzt mal, das da ist der AD Carry und er wird jetzt angegriffen. Und jetzt kann man reingehen und sagen, ja, ich will jetzt meinen AD Carry beschützen, es ist besser, ich kriege den Damage als er, weil ich kriege ja eh Reduced Damage und dann charge man dahin und baut so das Schild auf. Und dann blockt man Damage ab oder Reduced ihn. Kommt auf an, was es für ein Damage ist. Also es ist halt sehr praktisch, wenn man AD Carries saven will. Ja, ich würde sagen, das ist es eigentlich schon von diesem Champion. Ich finde es extrem interessant und vor allem, er ist ein
ein Support, der auch. Er ist ein Support, der auch ziemlich. Ich weiß nicht, ich mag ihn sehr gerne, er kommt mir sehr fightermäßig rüber. Ich weiß nicht, ob man ihn auf Damage spielen kann. Also ich habe es noch nicht probiert und ich glaube auch nicht, dass es so gut ist. Aber ich könnte mir schon vorstellen, er könnte theoretisch schon so ein Tanky Support Toplaner sein eigentlich. Wenn man da so richtig Tank baut mit ihm, ich meine, Kills wird dann wahrscheinlich nicht so viel bekommen, aber ich glaube, dass er gar nicht mal so schlecht wäre irgendwie da. Toplane, so Full Tank bei. Naja, auf jeden Fall, das war's von mir. Ich zeige noch einmal alle Buildlists durch und dann. Okay, der Shane ist jetzt weggegangen. Okay, zeige mal alle Buildlists und dann war's das. Und dann machen wir das so hier im Close-Up. Hier das Q. Mit dem Extra, mit dem Damage auf den ersten, den es trifft. Dann das W, der Charge, der Bonus Armor Magic Resist gibt. Und noch das Shield, das Damage blocked oder reduced abhängend vom Damage, also von der Art des Damage. Ich kann auch mal die Ults schön zeigen, so, da die Ults so nach vorne. Ich weiß gar nicht, ob sie Minions. Ja, sie knockt, also wie hier hat man sehr schön gesehen, hier werden alle hochgenockt, aber der am nächsten Stand von mir wurde am weitesten hochgenockt, also so funktioniert das. Jo. Das war's von mir hier bis jetzt. Ich zeige euch dann noch kurz, wie das Ganze mit dem Skin ausstattierbild ist. Das werde ich aber nicht mehr kommentieren. Also würde ich schon hier sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich euch bitten, es zu liken, zu kommentieren oder zu sharen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Mother always said, float like iceberg, sting like thrown iceberg. When life gives you curdled milk, be patient. You get very good cheese. Don't worry. Brom was trying a little bit. Yeah.